Weiter mit Civilization 6. Willkommen live auf Twitch und auch auf YouTube ebenfalls. Angriff jetzt auf Hunsam, auf den Stadtstaat. In einer Runde die Möglichkeit, Flotten zu bilden. Wir könnten sogar schon einen Flugzeugträger kaufen. Den würde ich gerne kaufen vor Ort in Buldrian, denn die ersten Flugzeuge können wir kaufen dann in einer Runde. Ich hoffe, es sind zwei pro Runde und nicht nur eines. Die können wir dann schon mal raufbringen hier oben hin. Wir kaufen in Buldrian schon mal einen Flugzeugträger. Mit Glaubenspunkten, weil die wollten wir dafür ausgeben, wenn ich mich recht entsinne. Da ist es. Unser allererster Flugzeugträger entstanden. Und eine Runde weiter. Danke an Robi Tobi. Liebe Grüße an dich und das Flievertüt und danke fürs Abo hier. Ich hoffe, du verstehst den Gag. Wenn nicht, dann wäre das peinlich für mich. Danke dir fürs erste Abo. Herzlich willkommen. Ja, bitte Robi Tobi 1991. Blumen geben. Neu hier. Danke an Kugor. 2 Jahre schon dabei. Ein dickes Danke. Sehr lange. Scary Paradoxon. Lieben Dank. Ebenfalls schon. Zweiter Monat dabei. Danke. Kommst von YouTube rüber. Schön, dass du hier extra dafür hier vorbeikommst. Freut mich sehr. Du guckst immer die Frühstücksvideos von Civ. Guten Arbeitstitel, lass es dir schmecken. Oh, ich habe mich bei ganz vielen Leuten noch nicht bedankt. Das wird mir jetzt erst angezeigt. Manchmal habe ich so eine Anzeigepause. Danke an Avo86, an Money, an Let It Do und an Black Panther, der unseren Dogshell Professor Pantera beschenkt hat. Danke an euch alle. 5 Rub habe ich schon Dankeschön gesagt. Alle anderen werden mir leider im Twitch-Bug mitunter verspätet angezeigt. Jetzt gerade erst. Wenn Sie sich auf Krieg vorbereiten, sprechen die Herrschenden in aller Ausführlichkeit über den Frieden, bis sie die Mobilisierung abgeschlossen haben. So, und jetzt können wir das machen. Jetzt können wir unsere Armadas bilden. Und haben eine neue Karte, die wir sofort nutzen, mit der wir noch mehr Geld sparen können. Wir haben gerade sehr viel Geld verloren. Die haben wir dadurch verloren, weil eine Karte als veraltet ausgeschieden ist. Das ist die Karte, mit der wir bei jeder Einheit, die wir besitzen, 1 Gold pro Runde Unterhalt sparen. Deshalb haben wir gerade plötzlich drastisch, unser Plus wurde drastisch reduziert. Aber es gibt jetzt eine neue Karte, die wir nehmen können, und das ist diese hier. Massenaushebung, und damit wird das Sparen ja nicht 1 Gold, sondern 2 Gold. Jetzt werden wir gleich sehr viel Gold haben. Dann wollten wir, das war's glaube ich schon, ne? Sollen wir irgendwas noch machen? Wie lange läuft die nächste Forschung? Da können wir die Schiffe schneller bauen, in doppeltem Tempo. Kalter Krieg, da ist er. Dafür haben wir gewartet. Michael, danke dir. Vielen Dank fürs 20. Abo. Schiffe haben wir im Augenblick schon sehr viel, aber es wäre trotzdem hilfreich. Ein Weg gegenüber Atomprogramm und Massenmedien. Wir wollten aber eigentlich doch was anderes freigeschaltet. Die Karte wäre cool, um Karten zu sparen. In 6 Runden, da können wir 2 zusammenlegen. Industriebezirk haben wir nur 1, das brauchen wir nicht. Ich würde eigentlich gerne hingehen, tatsächlich auf den Kalten Krieg, damit wir Schiffe auch in doppeltem Tempo bauen können. Das fände ich ziemlich cool, die modernen Schiffe. Wer weiß, wie viel wir von denen noch brauchen. Wo wir die wahrscheinlich eher kaufen werden, aber der Weg ist hier rüber. Schade ist, weil bei der Ideologie gibt es eine coole Geschichte, diese grüne Karte, mit der wir noch viel mehr Einflusspunkte generieren können. Für die Stadtstaaten und auch andere Vorteile, aber den Kalten Krieg finde ich am wichtigsten eigentlich. Wir gehen hier hin. Und jetzt ist die Frage, ob wir unser Geld jetzt auch ausgeben wollen für das Verbessern von Galeeren. Die nächste naturwissenschaftliche Forschung mit den Raketenkreuzern ist in 8 Runden. Die nächste kulturelle Forschung in 3. Wenn wir innerhalb der nächsten 3 Runden nochmal Schiffe verbessern. Galeeren nicht unbedingt.
weil die Galeeren brauchen wir eigentlich nicht, um Hunza runter zu bomben. Wir können da auch mit einem Minischiff reinfahren. Arsenal von Venedig wurde schon gebaut, Mazeltov. Und die können wir nicht verbessern. Wir brauchen die Verbesserungskarte eigentlich nicht. Die ist nicht nötig. Wir brauchen ja nur ein einziges kleines Galeerchen, um in Hunza reinzufahren, und das war's schon. Mehr ist nicht nötig. Ja. Wir sparen jetzt übrigens gleich noch eine Menge Geld, indem wir hier Armadas bilden. Welchen Titel, welche Karte nehmen wir dann rein? Neben der Massenaushebung. Plündern wir rund um Hunza? Wahrscheinlich nicht. Wir werden Hunza auch noch nicht erobert haben. Wir brauchen deshalb noch keine Loyalitätskarte. Ich glaube, ich würde den Rest so lassen. Wir könnten statt Gold eine Annehmlichkeitenkarte reinnehmen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht zwingend nötig. Ich würde den ganzen Rest so lassen. Ja, den Rest lassen wir so. Das bleibt so. Jetzt haben wir 963 Gold. Und jetzt haben wir den Flugzeugträger schon gebaut, hier vorne. In Bulantis sind die Hochwassersperren eingestellt. Als nächstes kaufen wir jetzt hier kaufen wir das Hangar, damit die Einheiten mehr Luft. Brauchen unsere Bomber mehr Kampferfahrung? Ich glaube nicht, das können wir auch erstmal weglassen. Ich würde sagen, jetzt kaufen wir lieber unsere Bomber mit Gold. Und unsere Bomber brauchen mit Gold wie viel? 2240. Das heißt, wir können 4, 8, 9, 6. Wir können innerhalb von 2 Runden eigentlich 4 Bomber kaufen. Das geht glatt auf. Damit bestücken wir dann unseren Flugzeugträger. Der steht hier vorne. Ein Flugzeugträger können, der hat, glaube ich, eine 4er Ladung, ne? 2er Flugzeugkapazitäten. Aua. Das ist doof. Dann brauchen wir noch einen zweiten. Den können wir allerdings im Augenblick nicht bauen und nicht kaufen. Mit Glaubenspunkten kaufen. 1080. Ah, wir hätten den gleich als Flotte kaufen sollen. Ich hatte gedacht, der hätte eine 4er Kapazität. Wir hätten eine Flotte kaufen müssen. Ah, ich erinnere mich daran, wie wir darüber geredet hatten vor anderthalb Stunden. Das habe ich eben vergessen. Das ist doof. Dann kaufen wir jetzt erstmal nur die Flugzeuge hier. Einen Bomber. 5 Zeitalterpunkte. Gary, top. Danke dir fürs 22. Danke zurück an dich. Jetzt bin ich gespannt, ob wir einen zweiten kaufen können. Der steht im Flughafen. Eigentlich sollte noch einer hier drin auch entstehen können. Da ist er. Als Flotte hat er auch nur 2 Plätze, meint Mazeltov. Gut zu wissen, dann muss ich mir keine Vorwürfe machen. Da können wir auch in Bananarama einkaufen gleich. Als Armada dann doch wieder 4. Was sind das für obskure Sonderregeln hier? Jetzt haben wir 2 hier. Wir könnten sogar noch einen dritten kaufen, aber den können wir im Augenblick nicht platzieren. Die können wir im Augenblick nicht einsetzen, erst nächste Runde. Ein weiterer Gouverneurstitel ist da. Würde ich noch abwarten. Das gucken wir uns nachher an. Wir haben Zeitalterpunkte bekommen. Haben das normale Zeitalter sicher. Das Goldene sollten wir auch bekommen. So. Chat spricht das Thema an. Die Hochwassersperren stehen noch gar nicht. Warum ich die Felder hinter den Hochwassersperren nicht mehr repariert, fragt Philipp. Die sind noch gar nicht fertig. Die Hochwassersperren sind nur im Bau. Das sind Baustellen, lieber Philipp.
Und wenn die fertig sind, danach ist dann, kann man die, glaube ich, reparieren oder so. Aber solange die nur als Baustelle angezeigt werden, kann man noch nichts machen. So, jetzt machen wir hier die nächste Aktion und beschleunigen den Bau der Hochwassersperre hier. Nächste Runde ist die dann fertig. Okay, dann ist die erste gleich da. Jetzt ist hier ein Militärpionier. Wir können keinen zweiten. Wir müssen nächste Runde zwei Bomber kaufen. Die Bomber sind wichtiger. Das heißt, wir können hier auch anfangen, diese Hochwassersperre hier schon mal fertigzustellen. Weil nächste Runde kaufen wir uns mit dem Geld den Bomber, den zweiten. Wir bauen jetzt erstmal keinen. Wir fügen einmal Produktion dazu. Jetzt ziehen wir weiter rauf mit unseren Schiffchen. Jetzt bilden wir unsere Armadas. Achtung. Einmal hier hin. Einmal Armada. Bilden jetzt. Da ist sie. Und jetzt ist die Kampfstärke schon eine größere. Das reicht immer noch nicht aus. Und jetzt bilden wir hier noch gleich eine. Die bleiben alle hier. Die bildet noch eine. Hier vorne bilden wir eine. Bilden. 1, 2, 3 haben wir jetzt. 1, 2, 3, 4 Armadas. Da ist noch ein Zweier. Und war auch ein Dreier. Das ist ein Zweier. Bilden wir nächste Runde. Können wir eine Armada von Galeeren bilden. Haben wir auch etwas mehr Platz. Unser Flugzeugträger. Noch eine Flotte. Einmal hier. Da habe ich zu weit rausgezogen. Der Flugzeugträger muss die Flugzeuge abholen. Die fliegen nicht zu dem hin. Ich dachte, die würden zu dem hinfliegen. Echt? Muss der runterziehen und die in der Stadt abholen? Mach mich nicht fertig, Leute. Ist das echt so? Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr mit Flugzeugträgern gespielt. Nein, nein, nein. Du musst die doch nicht abholen. Nein, 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 nein. Ich mach mich echt fertig hier. Trotzdem danke für die fürs WB verunsichern. Noch eine Flotte. Hier rüber.
können, glaube ich, ein paar Pins mittlerweile auch wegmachen hier. Der Übersicht halber mache ich mal alle unsere Pins, die wir hier gemacht hatten, für Kampung-Distrikte, die wir noch nicht gesetzt haben, mal weg. Noch einmal ein Zweier, eine Zweier-Aktion. So, das wird nochmal drauf verschenkt. Mit weiterer, dann brauchen wir einen weiteren Flugzeugträger noch. Den kaufen wir gleich hier vorne. Nächste Runde und brauchen für den noch auch noch zwei Bomber. Das heißt, nächste Runde kaufen wir zwei weitere. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Nicht nirgendwo verdacht. Eins weiter. Lars Bowman meint, WB gibt gerade ein Sondervermögen aus. Liebe Leute aus der Schweiz und aus der Österreich, lasst euch mal von denen aus Deutschland erklären, worum es geht. Es ist, falls ihr euch nicht für Außenpolitik interessiert, also für unsere Innenpolitik, vielleicht schwer verständlich. Ist so eine kleine Verfassungstrickserei. So, was will der von uns? Einmal 20 Öl raus. Ja, mit dem würde ich mich gerne schon gut stellen. Und Silber haben wir ja in rauen Mengen. Das können wir durchaus machen. Also das ist... Also ich will mit ihm unbedingt... Ja, wir schwimmen in Öl, bekommen halt nochmal ein Literaturwerk. Komm, machen wir. Einmalig 8. Weil ich das Gefühl habe, wir werden ein bisschen übers Ohr gehauen, ne? Ich will mich mit ihm weiter gutstellen. Gibt uns ja auch ein bisschen Kultur jede Runde und mit dem Öl kann man eh nichts anfangen, weil in Öl schwimmen wir. Wir haben ein dickes Plus die ganze Zeit. Er versaut damit nur die Umwelt, meint Rupinho. Raketenwissenschaft wurde mythologisiert und steht in keinem Verhältnis zu ihrem wahren Schwierigkeitsgrad mehr. So. Großes Werkeüberfall. Wir haben Faust erreicht. Ein großes Werk oder von uns gemobst. Als nächstes könnten wir... Oh, Salome kaufen. Hör mal, jetzt müssen wir mit mir nachdenken. Hier oben steht, Quellen finden, sei noch 7 Runden aktiv. Das heißt, Missionen werden mit Bonus erledigt. In 8 Runden wird es dauern fürs große Werkeüberfall. Eine Runde länger. Welche Wahrscheinlichkeit gilt die, die hier steht? Oder die, die wir eine Runde vorher hätten. Wisst ihr das auswendig? Erst befördern mache ich ja. Welche Wahrscheinlichkeit gilt? In der Zwischenzeit befördern wir einmal. Stiltechnologie mit mehr Erfahrung. Super, perfekt. Weltenende, schon wieder ein Kriegsschiff. Jetzt machen wir erst die anderen Sachen. Jetzt kaufen wir mal unsere... Jetzt schicken wir erstmal die Bomber rüber. Hier hin. Ich hoffe, der kann sich danach noch bewegen. Ein Bomber hier. Da fliegt er rüber. Boah, das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Massiv. Platsch! Da gelandet. Sah so elegant aus wie ein Schwan, der... in einem Ententeich wassert. Die sehen auch ein bisschen tollpatschig aus. Und im nächsten. So. Jetzt kaufen wir den nächsten Flugzeugträger hier vorne. In Buldrian mit Glaubenspunkten. Ganz knapp geht das aus. Da ist er. Kaufen ihm 2 Bomber. Einen, 2 und all die schönen Glaubens- und Geldpunkte, die wir seit Ewigkeiten gesammelt hatten.
und wo ich gesagt hatte, dass wir die auf der hohen Kante haben wollen, weil wir in ferner Zukunft mal die Amerikaner angreifen wollen und hier im Westen auch noch Schiffe bauen müssen und so weiter. All die Punkte sind weg. Weg. Aus und vorbei. Was wir uns 221 Runden lang erspart hatten. An Geld und an Glauben. Alles rausgehauen in kürzester Zeit. Wir haben's ja, weg mit dem Zeug. Alles für irgendwelche kurzfristigen Pläne. Ist das ein cooles Gefühl oder ist das ein deprimierendes Gefühl? Also mit, was, ich komme mir vor, wie jemand, wie irgendwie so ein Kind, das so 14, 15, 16 Jahre lang mal das Taschengeld zurücklegt, dann als Student in eine neue Stadt reinzieht und plötzlich feststellt, oh, ich will ja abends mal einsaufen gehen und die Leute beeindrucken und sagt, komm, ich habe ja noch mein Sparbuch, da habe ich 16 Jahre lang dran mein Taschengeld jede Woche drauf eingezahlt. Löse ich mal ein, gib einen Tausender, damit feiere ich eine coole Party am Wochenende. Geld wurde ja gut investiert, meinte der Square Fox im Chat, nämlich in den Krieg. Banzer hat Glaubenspunkte gespendet, danke, dass du an mich glaubst. Ein Geprasse, meinte er gegen Kim, ganz schön schlimm. Der Flugzeugträger, Herr Knack, hat das Prinzip erkannt, wurde herbeigebetet von mir. Oh, heiliger Bulle, schenk mir bitte einen Flugzeugträger, zack, ist er da. Könnt ihr auch machen. Wie viel ist eigentlich ein Flugzeugträger in Bullenkammerpunkten wert, frage ich mich gerade. Weltenende, ein Kriegsschiff da, was bauen wir denn jetzt? Schiffe und Flugzeuge dürfen wir nicht. Welche Art von Schiff jetzt? Sollen wir hier einen dritten Flugzeugträger bauen, falls wir den mal brauchen? Könnte ich mir gut vorstellen. Einen dritten Flugzeugträger bauen. Wir können auch Zerstörer bauen. Und, ne? Aber die brauchen, aber wir wollen ja, wir bauen noch einen Flugzeugträger hier. Weil bis wir den mit Glaubenspunkten und leisten können, das dauert. U-Boote. Die Städte können wir auch mit den Galeeren einnehmen. Im Ernst, alles andere runtergebombt, fahren wir mit den Galeeren rein. Um die Städte zu besetzen, damit die kampfstärker sind. Tja. Ich glaube, der mit dem Flugzeugträger, von dem haben wir mehr haben. PS Pia, Kriegsschiff steht hier. Das ist eine Kriegsschiffflotte. Auch hier eine Armada. Oder hier auch ein Flugzeugträger. Kann man eigentlich die Bomber... Frage an die Ziffer-Drage im Chat. Kann man die Bomber über die ganze Karte hinweg schicken zu irgendeinem Flugzeugträger, der tausende von Kilometern entfernt ist? Oder gibt es da auch eine Stationierungsreichweite? Wisst ihr das? Nein, nein, ja. Vielen Dank. Ich frage 622 Leute und bekomme 622 unterschiedliche Antworten. Innerhalb der Reichweite. Ja, ich kann die ja auch hier vor Ort... Sollen wir schon mal einen Flugzeugträger hier bauen? Du, ich wer, hat die beste Antwort. Er antwortet mir, WB. Zitat, gute Frage. Danke dir. Und jetzt kommt eine spektakuläre andere Vermutung. Ne? Also irgendwie was, etwas, was kein anderer gesagt hat. Und mit dem Zusatz, ich nenne keine Namen, Komma, denke ich. So vermutest du. Okay, also jeder hat eine Meinung und die meisten glauben ganz sicher, es genau zu wissen, aber niemand wirkt ja total seriös irgendwie. Was bauen wir dann? Dann bauen wir erstmal hier, machen wir erstmal die Kriegsschiffflotte fertig und bauen hier ein Kriegsschiff hinterher. Das dauert natürlich lange. Wir machen mal eins hier. Wir haben ja auch demnächst die Militärkarte drin, damit man Schiffe schneller bauen kann, ne? Ab hier. Vorher könnten wir uns sogar überlegen, ob wir wichtige andere Baumaßnahmen hier noch durchführen, die sich dann so richtig, weil die Schiffe bauen, lohnt sich danach erst so richtig. Hochwassersperre, check hier. Wofür? Ich glaube, nur für die Küstengebiete hier, ne?
Dauert 6 Runden, würde ich sogar vorziehen. Frag mich, wofür man das hier braucht. Mir wird kein Feld angezeigt, ob das für die Küstengebiete ist hier zum Beispiel. Soll es mal schnell machen? Was meint ihr? Ich habe keine Ahnung. Wozu baut man eine Hochwassersperre von den Landfeldern drumherum, wenn keines markiert ist als Überschwemmungsgebiet? Wozu brauchen wir die? Okay, wir haben andere Plätze auf der Karte. Das ist Küste und da brennt es, weil die Kampung-Distrikte brennen. Vielleicht ist das ja, dass so zufällig bestimmt wird, dass bestimmte Küstengebiete überschwemmt werden. Chat weiß es auch nicht. Kluge Frage, normalerweise sagen wir dumme Frage, dumme Antwort. In dem Fall behaupte ich mal, selbstsicher, kluge Frage, dumme Antworten. Im Plural sogar. Weil es hübsch ist. Weil man es kann. Sowas lese ich noch nicht mal öffentlich vor. Da denken die YouTube-Leute, ihr seid mit dem Herzen dabei, aber nicht mit dem Verstand. Wegen dem Feld von Vilnius? Ich glaube nicht wegen Nachbarfeldern. Eigentlich nur baubar, wenn was geschützt wird. Ich vermute, es sind die Küstenfelder, dass die geschützt werden. Komm, wir machen es mal. Weil das Kriegsschiff ist aber mit der Politikkarte gleich schneller gebaut. Ein weiterer Militärpionier. Der macht... Hier ist die Hochwassersperre fertig. Und jetzt... Kann man die jetzt noch reparieren? Ja. Jetzt müsste man doch die Fischerboote und andere Sachen reparieren können. Das heißt, wir packen daher mal einen Handwerker rein. Und der wiederum zieht runter. Den lösen wir hier auf. Produktion zum Gebäude. Genau. Mit ihm können wir hier gleich nochmal beschleunigen. Natürlich, der Pionier kann auch reparieren, Dschungelschleichtix. Das mache ich glatt vergessen. Dann setzen wir den gleich für Reparaturen ein und brauchen keinen Handwerker. Guter Hinweis im Chat, danke. Eben habe ich euch noch so getadelt, weil die Kommentare nicht immer die klügsten waren. Und jetzt ein echt kluger Kommentar, vielen Dank dafür. Galeerenflotten hier. Müssen wir hier in der Hunza einmal reinziehen. Wundervoll endet. Broadway. Stadt ohne Energie. Großes Werk gemobst. Befördert. Erwartet seinen Einsatz. Keine Ahnung. Kriegsschiffflotte zieht auch rauf. Die Flugzeuge können nächste Runde angreifen. Ein Zweier. Da ist noch ein Einer. Irgendwo Schiffchen? Nein. Alles okay. Die anderen können, glaube ich, so bleiben. Wir ziehen die mal in den dritten Ring. Da können die gleich feuern. Hunzer. Der bleibt hier. Alles klar. Der Flugzeugträger zieht vor. Die haben eine Reichweite von 8, glaube ich, die Bomber. Das heißt, von hier aus kann man locker schießen. Ich würde ihn gerne und auf ein was anderes drauf oder wo dazwischen ziehen, wo der bewacht wird. Ich ziehe ihn trotzdem mal weg. Eine Flotte macht ein Nickerchen.
auseinander. So. Ein einzelnes Kriegsschiff hier, sehr schön. Und eine Runde weiter. Nächste Runde, andere vier, auf und zusammen.